Wir wollen eine umweltfreundliche Energieversorgung. Deshalb dürfen wir nicht gleichzeitig die Natur zerstören. Deshalb sind wir, die Partei Die Linke, als einzige im Landtag gegen das Aufstellen immer größerer Windräder. Die Windräder vertreiben das Wild, sie schränken den Lebensraum der Vögel ein und sie schreddern Fledermäuse. Das muss nicht so sein. Wir können auch Energie einsparen, indem wir die Häuser dämmen. Wir können den CO2-Ausstoß reduzieren, indem wir bessere Motoren bauen. Und wir müssen auch an diejenigen denken, die den Strom bezahlen müssen. Dadurch, dass die erneuerbaren Energien den Strom immer teurer machen, können Leute am Monatsende ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Und mehr Windräder würden sich auch nur dann rechtfertigen, wenn es Energiespeicher gäbe. Die gibt es aber nicht. Also stoppen wir diesen Wahnsinn der Windräder, sorgen wir für eine umweltfreundliche Energieversorgung, ohne dass die Landschaft zerstört wird.